Ey, aber mir ist echt aufgefallen, Hilfe macht echt nur noch Part 2, ne? Die machen echt nichts anderes, Digga. Aber, soweit ich weiß, hatten wir schon auf eine Folge reagiert gehabt. Part 1, süchtig, nicht ohne meinen Schnuller. Und hier ist der Part 2 online gekommen, deswegen würde ich sagen, reagieren wir darauf. Weil ich weiß ganz genau, die Folge war übertrieben cringe und man hat übertrieben krass Gänsehaut. Jetzt habe ich einen Pullover an. Ich bin ready. Am nächsten Tag. Vor allem am nächsten Tag, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie überhaupt das Video geendet ist. Also wie Part 1 geendet ist. Ich kann mich nur erinnern, dieses Mädchen hatte einen Schnulli bei jeder Situation in ihrem Mund. Jede Situation, sie hat geheult, wenn sie den Schnuller nicht in den Mund hatte. Mutter Andrea. Das Gesicht kann ich mich noch erinnern. Sucht die 19-Jährige auf andere Gedanken zu bringen. Sie ahnt allerdings nicht. Oh, wie schön das Leben war, ohne Masken einkaufen zu gehen, Junge. Sie damit anrichtet. Ach, Schatz. Wir machen euch erstmal schön heute Abend Pizza, den Abend gut rauskriegen und morgen wird alles gut. War klar, dass sie wirklich bei dieser Kinderabteilung oder Babyabteilung stehen bleibt, ne? Da spricht sie richtig an, da sieht sie, ich sehe schon kommen. Ihre Augen sind genau auf diesen drei Drecksschnullern. 1,99. Das glaube ich jetzt wohl nicht. Das ist jetzt nicht da. Wir können sich einfach im Laden schreien, Digga. Als wäre keiner gewesen. Als wäre keiner da gewesen. Guck dir mal bitte den an. Den habe ich noch gar nicht gehabt. Das ist eine Sonderhaut. Nein, leg den Schnuller zurück. Nein, nur noch den einen, bitte. Selina, habe ich noch nicht. Nein, das ist das. Genau die Schnuller sind das Problem. Mal auf den ganzen Ärger auf Arbeit. Den ganzen Ärger wegen diesen scheiß Schnuller. Nein, das gibt's nicht. Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, bei einer Mutter ist das so, Anfangsphase, wenn das Kind auf die Welt kommt, harte Zeit, raubt dir den Schlaf komplett. Dann wird das Kind immer älter. Mit 8, 9 denkst du dir, okay, Jackpot, beste Zeit, das Kind kann sprechen, kann für sich selber reden, kann für sich selber entscheiden, kann ab und zu mal auf dem Spielplatz, ohne dass es entführt wird. Alles easy. Dann wird das Kind immer älter, so 14, 15 kommt das Kind in die Pubertät, da bist du wirklich schon so, da bist du gefühlt als Mutter in der Hölle. Pubertätzeit für eine Mutter will ich mir gar nicht vorstellen. Komplett Katastrophe. Und stell dir einfach mal vor, dein Kind ist aus der Pubertät raus, du denkst dir, geil, Kind ist endlich raus. Und habt ihr so eine Tochter, die einfach mit 21, 22 wieder wie ein Kind sein will, Junge. Da denkt man sich auch als Mutter, was habe ich falsch gemacht? Nein, bitte. Den habe ich aber noch nicht. Ich brauche mal. Nein, den wird es nicht. Nein. Wisst ihr, was sich der Typ dachte? Alter, ich will hier ganz normal Sachen einkaufen. Was machen die hier? Stopp, was? Deswegen nein, die Arbeit. Ich und will den aber. Lass mich doch mal. Nein, komm, ich will sie nicht weggehen. Lass mich. Oh, Bruder, das ist so cringe, wenn ich das schon höre, Junge, wie die da schreit und auf dem Boden liegt. Stell dir mal vor, du bist mit deiner Tochter und die macht so ein Drama draus. Mit 21. Boah, ich würde die so durch den Laden schleudern. Blamiere mich hier bitte nicht. Lass vor allen Menschen. Das ist einfach nur Pause, bitte. Gehen. Ab jetzt. Nach Hause. Auch hier sieht man wieder sehr deutlich. Der Frau geht's echt gut, muss ich sagen. Ne? Das erwähne ich jedes Mal im Video, aber ich sehe, die hat auf jeden Fall wieder eine neue Uhr. Neue Folge, neue Uhr. Bei der läuft. Selina immer wieder in kindliche Verhaltensmuster zurückfällt. Sie muss dringend einen längst überfälligen Entwicklungsschritt machen. Geht nur mit professioneller Begleitung. Am Mittag. Das Desaster beim Einkaufen hat Mut. Oh, die hat den Pissschnuller wieder im Mund. Junge, bin ich im falschen Film? Eine Mund, drei auf dem Sofa und die restlichen drei sind einfach auf dem Boden verstreut. Ich kenne das ja, wenn da so, es gibt ja Instagram-Couples. Das sind Leute, das sind Pärchen, die machen Instagram-Account und machen dann auf süß so von wegen, wenn der Freund Geburtstag hat. Auf dem Bett machen die Kerzen an, machen Rosen an, vom Eingang bis zum Bett hin. Das verstehe ich ja dann einerseits so auf romantisch, aber was soll das? Mensch, diese Scheiße hier. An Selina liegt dieser Mist hier rum. Das nervt total. Überall liegen die hier rum. Jeden Tag rede ich mir den Mund fusselig. Mama, was ist denn los? Was los ist und hör auf mit dem scheiß Ding im Mund zu reden. Mama. Also die müssen echt gut bezahlt werden. Stell dir mal vor, du hast eine Rolle und da steht auf dem Skript, ja, du musst einen Schnulli tragen, die ganze Zeit Schnulli im Mund haben und so tun, als wärst du ein Kleinkind. Junge, ich will zu kein Geld der Welt machen. Nein, nicht Mama. Diese Dinger müssen einfach weg, Schatz. Wir müssen jetzt andere Seiten aufziehen. Das geht so nicht mehr. Die müssen weg. Mama, du hast riesen Theater auf Arbeit wegen dem Mist. Wir haben seit Jahren Theater wegen dem Mist. Selina, müssen weg. Alle Schnuckis. Aber Mama, wir haben doch schon einen Kompromiss gemacht. Ja, aber du siehst ja, es klappt nicht. Wir haben ein Theater im Kaufhaus. Du hast Theater auf Arbeit. Die müssen weg, Schatz. Du versaust das Leben damit. Geh bitte in dein Zimmer. Ich verspreche dir, wir werden sie nicht weg. Pass auf. Du gehst jetzt in den... Warum wäre ich die Mutter? Ich würde gar nicht so lange zappeln. Kurzer Prozess. Nimmst die Schnullis, machst einmal den hier, wie bei den Olympischen Spielen. Arm ein bisschen einkugeln lassen. Zack, raus aus dem Fenster, Junge. Die Sache ist gegessen. Und sammelst bitte alle Nucki, die du findest, ein. Und dann machen wir ein Ritual. Und da brauchst du keine Angst haben, okay? Satan. Okay.
Okay. Geh bitte in dein Zimmer und dann treffen wir uns bitte gleich zusammen in der Küche. Rituale sind für uns Menschen ein starker Anker. Vor allem, wenn die nachts im Wald passieren. Wir helfen uns dabei, von einem Lebensabschnitt in einen anderen überzutreten. Und dabei treffen wir... Meint ihr, das würde auffallen, wenn ich ihr einfach die Uhr gebe, während sie nicht im Raum ist? Und ich ihre Uhr klau? Obwohl ihre Mutter es nur gut gemeint hat, hat Selina große Angst. Ihre Schnuller bedeuten der 19-Jährigen alles. So, Selina, jetzt versammeln wir uns in... der Wohnung, ja? Wir werden feierlich deine Nucke begraben. Was? Ich soll meine Nuckis in der Erde vergraben? Auf keinen Fall! Da seid ihr ja alle. Also manchmal denke ich mir wirklich, hilf mir, wenn mich wirklich provozieren, Junge. Ihr strapaziert meine Nerven mit diesen Folgen. Welcher Vogel ist dafür zuständig und schreibt dieses Skript? Ich will nur einmal, dass er wirklich an einem Tisch sitzt und mir erklärt, was so durch seinen Kopf geht. Was er nachts denkt. Ritual ist. Wir werden jetzt hier kleine Löcher reingraben und dann werden wir alle deine Schnuckel vergraben. Und stell dir vor, wenn irgendwann. Kennst du nicht noch das letzte rausholen? Diese Pflanze verblüht ist, dann kannst du ohne zu nuckeln einschlafen. Ich will es aber nicht. Aber wieso denn nicht? Wir werden dreckig. Ja, aber das ist doch ein Ritual, was wir jetzt vereinbart haben. Wir haben gar nicht vereinbart. Du hast es vereinbart. Aber ich will dir doch bloß helfen. Ich will wirklich, damit du einfach glücklich... Und einfach mit der Schere, zack, ab das Ding und dann ist auch die Sache gegessen. Und das ist ein Riesenproblem, was du hast. Das geht so nicht. Und von daher, pass auf, wir machen noch da kleine Löcher. Und du, Schatz, wirst die Nuckel Stück für Stück reinmachen. Ich möchte das aber nicht. Wisst ihr, was ich aber nicht verstehe? Im Endeffekt kann das Mädchen doch diese Schnullis wieder rausholen. Einfach abwaschen und wieder im Mund stecken. Versuch es doch wenigstens mal. Du musst schon mitmachen, sonst schaffen wir es gar nicht, okay? Wir haben uns für dieses Ritual entschieden, also bitte. Und, war so schlimm? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Das macht einen Sinn, das wirst du sehen danach. Wenn diese Blume verwelkt ist, ist so viel Zeit vergangen, dass du geheilt bist und keinen Schnuller mehr brauchst. Ich will gar nichts mehr machen. Das sind meine Schnuller. Ich brauch sie alle. Nein! Nein! Selina, bitte! Nein, ich möchte das nicht! Selina, beruhige dich! Nein! Selina, bitte beruhige dich! Ich möchte meine Schnuller nicht in der Erde vergraben! Selina, bitte beruhige dich! Und wir machen jetzt weiter! Nein! Doch. Ich möchte das aber nicht! Hör doch mal auf! Bitte. Du hast so viel... Langsam merke ich, wie meine Gänsehaut so langsam sich ankündigt. Ich brauche meine Nuckis! Versuch es bitte! Mach Nein, bitte ich, weiter und hör jetzt... Das ist, ich weiß ja, das ist... alles nachgespielt ist, ja? Aber es muss ja irgendwie auch irgendwo einen Menschen geben, der wirklich auf Ernst Schnullis noch immer trägt, mit einem Alter von 21. Und wenn das wirklich der Fall ist und jemand wirklich da draußen Schnulli trägt mit 21, Digga, gnade dir Gott, Junge. Auf, bitte bei jedem Nuckel so ein Theater zu machen. Bitte, der nächste rein. Zu... pervers. Mach du das, es befreit dich, das wirst du sehen. Selinas Gedanken drehen sich nur noch um ihre Schnuller. Sie hat ihre Sucht. Junge, du bist 21 bis 24, hast du nicht irgendwelche anderen Sorgen im Kopf, Junge? Hast du nicht irgendwas im Kopf, so von wegen, du musst arbeiten gehen? Du musst vielleicht irgendwas bezahlen oder so? Junge, die denkt 24-7 an so einen verdammten Schnuller. Mehr unter Kontrolle und belügt skrupellos ihre Mutter. Ich werde jetzt was prophezeien. 100% in diesem Laden wird es irgendwo Schnuller zu verkaufen geben. Die wird sie nehmen und kaufen. Ich daran, ihre geliebten Nuckis zu vergessen. Ich mach keinen Blödsinn mit den Schnullers. Nein, ich werde keine kaufen. Ja, versprochen. Ja, ich beeil mich. Tschüss. Was habe ich euch gesagt? Mann, ey. Wo ist denn der? Oh Mann. Der war doch heute noch da. Entschuldigung, ich brauche ganz dringend Ihre Hilfe. Wirklich. Bin gleich bei Ihnen, ja? Beeilen Sie sich bitte. Wenn was ist, dann melden Sie sich bei mir. Gerne, jawohl. Ich war heute vormittags da. Ja. Und Sie hatten hier noch so eine Sonderdisch mit einem Rotkäppchen drauf. Ich brauche ihn ganz dringend und ich finde ihn einfach... Junge, heul doch nicht um, du hast gar keinen Schnuller. Nimm doch das, was du kriegen kannst. Ja, das sind die letzten, die hier sind. Dann ist der wahrscheinlich auch... Aber das kann nicht sein. Ich brauche den ganz dringend. Wie ganz dringend? Wir haben das ist wichtig. Der ist nicht nett, dem aber... Baby ist doch das egal. Nein, Rosa, das ist nicht egal. Das ist wichtig. Aber ein Schnuller ist Schnuller. Ich brauche den Rotkäppchen. Den haben wir nicht mehr. Der ist aber ausverkauft. Können Sie nicht im Lager nachgucken oder sonstiges? Alles, was das im ist Lager... doch jetzt schon... mehr im Lager. Sein. Wirklich der nicht. Der hat noch nicht mal nachgeguckt. Ich arbeite hier. Ich bin verantwortlich für das Babyregal. Es sind keine mehr glauben. Nächste Woche kriegen wir neue Schnuller. Wer können ist Sie mich denn dabei? Können Sie mich denn anrufen oder sonstiges? Ich kann sie nicht anrufen, ich kann nicht jeden Kunden... Ja, wahrscheinlich baut sie jetzt gleich noch im Lager irgendeinen Schnulli für dich. ...wundern auf eine nächste Bestellung wartet. Nein, das ist doch total dringend!
Das, Sie können mich doch nicht einfach hier so stehen lassen. Können Sie gerne noch mal vorbeikommen, da ist er sicherlich wieder da. Oh, ich glaube, wäre ich Angestellter da, da hätte sie auf jeden Fall eine Pasta-Packung auf den Kopf bekommen. Ich habe noch mehr Kunden, ja? Das ist doch total scheiße! Ja, da sicher. So einen Kunden brauche ich aus England, also glauben Sie das? Oh, jetzt macht sie das Ding im Laden auf, Junge, im Laden. Weißt du, ich traue mich nicht mal im Laden eine Flasche Wasser aufzumachen und zu bezahlen. Und die macht im Laden Schnullis auf und schnuckelt daran, Digga. Ja, weil das ist so ein Grund, ne? Da will ich irgendwann mal Präsident werden und diese ganzen scheiß Schnullis einfach abschaffen, dass es die nicht mehr gibt. Damit dieses Mädchen da ohne Schnulli steht. Wahrscheinlich bin ich Präsident und kann das entscheiden, Digga, als Präsident. Was muss er denn machen? Wer muss man sein, um diese Schnullis abzuschaffen? Auf jeden Fall will ich der sein, Digga, und einfach sagen, Ende im Gelände, Schnuller werden nicht mehr verkauft und nicht mehr produziert. Selinas Wut und Enttäuschung über den missglückten Schnullerkauf haben fatale Folgen. Die 19-Jährige ist in der Nacht völlig durchgedreht. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Selina. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaub das alles nicht. Ich bin total entsetzt. Für was haben wir dieses scheiß Ritual gemacht? Für was? Ich glaube das alles nicht. Sie hat wirklich tatsächlich alle Schnuller wieder ausgegraben. Für was haben wir das gemacht, dieses Ritual? Alle Schnuller sind weg. Kein einziger Schnuller ist hier mehr drin. Ich glaube, ich spinne. Damit das Ritual funktioniert, muss Selina es auch selbst wollen. Sie muss die Entscheidung treffen, das Nuckeln zu beenden. Und dafür braucht sie einen guten Grund, sozusagen eine Motivation. Zum Beispiel, dass es ihr hinterher besser geht, wenn sie es geschafft hat. Den habe ich sogar gesehen, da liegt doch noch einer. Selina! Ich glaube, ich spinne! Warte, die Schnullis liegen in der Küche, wie als wenn das Gläser, aus dem man getrunken hat. Selina, du kannst Wasser nehmen, sage ich dir. Mama, lass anklopfen. Hast du jetzt wirklich ausgegraben? Wie sieht denn die Küche da draußen aus? Sag mal, spinnst du jetzt total? Für was haben wir dieses Scheiß... Kannst du mir das bitte erklären? Tut mir leid. Was tut dir leid? Und hör auf mit den Nuckeln. Ja. Nicht, Mann, Mama. Was ist eigentlich in dich gefahren? Warum hast du die alle wieder ausgegraben? Ein Kinderwagen war es auf jeden Fall nicht. Ich hab die doch alle lieb. Ich was? Kann... Mann, Mama, ich kann die nicht in der Erde vergraben. Du liebst diese Scheißstelle? Plastik hast du lieb? Das ist kein Plastik. Das gehört zu meiner Familie. Tu mir nur einen Gefallen, hilf mir. Mach einfach bitte kein Part 3, Digga.